So, jetzt haben wir ja schon einiges gehört und wollen natürlich mitmachen. Das Motto dieses Podiums heißt, Berlin macht mit, und natürlich dürfen Sie heute auch alle mitmachen. Dafür gibt es auch eine Reihe von Mikrofonen und freundliche Menschen, die gerne reichen, wenn es soweit ist. Ich würde aber zum Anfang erst einmal gerne hier diese Runde nicht nur vorstellen, sondern vielleicht auch erste Ideen mit Ihnen erörtern. Melanie Bär saß gerade neben mir. Und sie sagte so schön, Ideen gibt es ja schon genug. Eigentlich müsste man diesen Ideen, müsste man nur Räume geben, um sie auch zu ermöglichen. Liebe Frau Bär, warum passiert das noch nicht oder nicht ausreichend? Was müsste passieren? Genau, in der Tat, wir hatten ja schon auch den internationalen Blick auf Berlin, und da würde ich auch gerne nochmal drauf anknüpfen, weil ich sehr viel international auch unterwegs bin und auch, so wie das Andreas Krüger auch schon geschildert hat, immer wieder gefragt habe, wie macht ihr das eigentlich in Berlin? Wie habt ihr das geschafft, in den letzten 25 Jahren euch immer wieder so neu zu erfinden, immer wieder weiterzukommen? Und wir sind uns da auch mit Burkhard Kieker immer ehrlich gewesen, so eine richtige Antwort haben wir ja nicht, aber wir versucht es zu erklären. Und ein Punkt, der heute eben ja auch schon angesprochen ist, ist dieses, was macht so Berlin aus? Das sind halt die Räume, die Freiräume. Und das nicht nur im Sinne von, wir haben sehr viel Fläche noch, attraktive Flächen innerhalb der Stadt, die ja auch aus historischen Gründen eben lange Zeit eben ruhen mussten, durften, sollten, sondern wir haben auch gewisse Freiräume in den Köpfen. Und das zeigt ja eben auch die Attraktivität für viele kreative Menschen, aber auch für viele kreative Unternehmer, die in die Stadt gekommen sind, die Ideen haben, die hier experimentieren wollten. Viele junge Unternehmer auch, Gründer, die eine tolle Idee haben. Ich sage mal die Brüder von Soundcloud, die gesagt haben, wir haben eine tolle Idee, wo machen wir es? Wir machen es in Berlin. Die einfach gesagt haben, hier gibt es die Freiräume. Das heißt, der Ideenreichtum ist bei Bürgern, bei Unternehmern, bei Berlinmachern, wie Sie so schön gesagt haben, der ist da. Und die Aufgabe, die sozusagen die Politik oder die politischen Entscheidungsträger geben sollten, ist einfach den Rahmen zu schaffen. Einen Rahmen, dass diese Ideen auch Realität werden können, dass hier auch experimentiert werden kann. Das ist sozusagen das, wo ich glaube, dann schaffen wir es auch für die Zukunft, so attraktiv zu bleiben. Vielen Dank. Frau Ferguson, Sie sind selber schon gerade von Herrn Krüger unter anderem vorgestellt worden mit dem wirklich schönen Projekt, dem Make City Festival, das ja in diesem Sommer stattgefunden hat. Viele von Ihnen werden daran wahrscheinlich auch teilgenommen haben. Ich auch. Ich fand das wirklich großartig. Es waren tolle Diskussionen, es waren tolle Projekte. Aber es war ja nun nicht wirklich vom Senat gefördert. Im Gegenteil. Gerade die Stadtentwicklungsverwaltung hat ja parallel sogar noch Konkurrenzveranstaltungen organisiert, sodass die Durchführung nicht so einfach war. Was glauben Sie, woran liegt das und wie könnte man das ändern? Ich glaube, wenn man ein neues Format aufstellt in Berlin oder in, ich glaube auch in anderen Städten, hat man immer Schwierigkeiten, sofort eine Legitimation zu finden. Ich muss sagen, es war eine lange, lange Vorarbeit, nicht nur im Gespräch mit dem Senat, sondern im Gespräch mit den über 100 verschiedenen Partnern, die dieses Festival ausgemacht haben und auch mitfinanziert haben. Artete aus als ein crowdfunded, im Grunde genommen, Event mit vielen Architekturbüros, Städteplaner, Kreativwirtschaft und zivilbürgerliche Gruppen, die das mitfinanziert haben. Und ich glaube, ich würde es einfach positiver ausformulieren, statt zu beklagen, dass der Senat nicht sofort eingestiegen ist, zu sagen, es ist eine Dynamik trotzdem entstanden, aus dem man weiterhin was bauen kann. Ich glaube, es ist nicht so außerordentlich neu, dass man eine Plattform schafft für neue Architektur und städtebauliche Errungenschaften. Was aber für uns das Tolle war für Make City, ist, dass wir ein Stück weiter gedacht haben. Das liegt auch an einer Kommunikation, dass wir gesagt haben, wir umarmen mehr. Wir sagen, es geht um Andersmachen, weil Berlin eigentlich eine Stadt ist, wo urbane Prototypen oder architektonische Prototypen, räumliche, spannende neue Konzepte aufgestellt werden von gewissen Bürgergruppen, von freien Kräften, und dass das viel weiter geht als neue Bauten und Architekturen zu betrachten. Und somit wollen wir das weiterhin ausbauen, dass wir sagen, Berlin hat eine starke zivilbürgerliche bürgerliche Dynamik,
die dazu führt, dass wir Community Gardens, aus Freiräumen werden Community Gardens entwickelt, oftmals immer verschleiert als Kulturprojekte. Landschaftsarchitekten Attila Lebalto haben in versteckten Orten temporäre Gärten entwickelt, die bis heute bestehen. Und Flussbad ist auch schon genannt worden. Ich meine, es entstehen viel mehr in dieser Form. Lebensmodelle werden hier erfunden. Und das kann man featuren, indem man sagt, das muss man einfach sichtbar machen. Sichtbar machen, erfahrbar und erlebbar machen. Und das kann immer wiederkehren. Und ich bin natürlich dafür als Vermittlerin, dass man möglichst großzügig solche Ansätze propagiert und auch die Plattform großzügig hält. Also dass es eben wirklich verstanden wird als ein Auffangbecken für die Kreativwirtschaft, für stadtkulturelle Projekte, für bürgerliche Bürgergruppen und ihre Projekte in dem städtischen Raum. Und ich meine, jetzt ist einfach eine Chance. Wir haben dringende Notwendigkeit auf zwei großen Ebenen, nämlich den großen Ziel für Wohnungsbau und die dringende Situation der Flüchtlingspolitik. Das ist jetzt eine absolute Chance, dass Verwaltung und Politik sich öffnet gegenüber die freie und zivilbürgerliche Szene, die schon beweisen kann, dass was mit denen machbar ist und dass eine bessere Dialogebene geschaffen wird. Das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort, denn dass Berlin die Stadt des Andersmachens ist, dass Berlin eine Bewegung, eine bewegte Bürgerinnenschaft hat wie kaum eine andere Stadt, das ist ja eigentlich bekannt in den unterschiedlichsten Bereichen, aber tatsächlich sind wir ja, oder bin ich sehr fasziniert davon, wie in den letzten Monaten engagierte Menschen in dieser Stadt sich für die Aufnahme, für die Ankunft von Flüchtlingen engagieren. Und in manchen Teilen muss man sagen, ohne diese Ehrenamtlichen, ohne dieses Engagement müsste man sich für Berlin gerade noch viel mehr schämen. Da wird ganz Außerordentliches geleistet. Bettina, wie siehst du das? Ich hätte eigentlich gesagt, du siehst alle, aber dich zu siezen, das geht einfach nicht. Es tut mir leid. Nein, ich duze dich. Also, ich meine, gerade wenn man sagt, wir wollen eigentlich zu einer Kultur des Ermöglichens, muss man doch im Bereich des ehrenamtlichen Engagements feststellen, dass da oft nicht nur nichts ermöglicht wird, sondern im Gegenteil, an vielen Stellen werden sogar Steine in den Weg gelegt. Was glaubst du, könnte man an diesen Stellen mit einfachen Mitteln ändern, damit man stärker kooperiert und vielleicht sogar auch einen Dialog aufbauen kann? Ja, ich hatte vor einigen Tagen ein Gespräch mit dem Vorstand der Telefonseelsorge Berlin. Und ich will einfach daraus zitieren, weil das eine andere Ebene nochmal von Menschen ist, die hier freiwillige Arbeit leisten und Berlinmacher sind, anders als die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer hier auf dem Podium, nämlich tatsächlich relativ im Verborgenen. Und ich fand es sehr witzig, es ging auch ihm darum, was kann eigentlich Berlin, was kann die Politik und die Verwaltung tun, um so ein Engagement mehr zu fördern. Und er hat es sehr kurz auf den Punkt gebracht. Das erste ist, hört uns zu, lernt von den Erfahrungen, die wir machen, lasst uns in Ruhe. Und lasst uns in Ruhe bedeutet, stellt euch nicht neben uns und überreicht Ehrennadeln und Blumensträuße, lasst euch dann mit ablichten, um sozusagen mit davon zu profitieren, dass es so tolle Menschen in der Stadt gibt, jetzt als Politik, und ansonsten tut ihr nichts, sondern lasst uns einfach in Ruhe machen, und drittens schafft den richtigen Rahmen, den Frau Bär jetzt auch schon angesprochen hat, und der Rahmen, das bedeutet ganz konkret Zugänge schaffen. Anerkennungskultur ist eben nicht goldene Ehrennadeln überreichen, so ein bisschen paternalistisch von oben auf die Schultern klopfen, sondern es bedeutet Zugänge zu schaffen. Das ist etwas, was jetzt bei dem ganzen Thema Flüchtlinge und Willkommenskultur sehr offensichtlich wird. Ich glaube, dass die Verwaltung hier in Berlin auch gerade harte Lernprozesse durchmacht, ganz ernsthaft, weil sie erlebt, der Herr Krüger hatte das schon angesprochen, es gibt hier Leute, die sich da engagieren und die es einfach können. Die wissen, wie man Prozesse steuert, die wissen, wie man plant, wie man Projektmanagement macht. Das ist eine Denkweise,
die man in verwaltungswissenschaftlichen Ausbildung und Praxis, glaube ich, erstmal nicht lernt, die wir aber dringend brauchen, um jetzt diese Herausforderungen mit den vielen auch improvisierten Dingen, die wir dafür brauchen, zu stemmen. Das heißt, man braucht eine andere Denkweise, die kann aus der Zivilgesellschaft kommen. Es gibt die Menschen in Berlin, die das können, aber es bedeutet für die Verwaltung, sich für etwas zu öffnen, was in dieser Denkweise erstmal nicht drin ist. Das ist eine Zumutung, muss man auch ganz klar sehen. Dazu kommt, dass die Leute, die da was machen, ja auch politisch sind. So, die wollen ja was, die wollen, dass Flüchtlinge bleiben können. Die besorgen ihnen dann vielleicht auch den Anwalt und. Also die sind auch politisch, das sind jetzt nicht nur die, die so als die Ausfallbürger im klassischen Sinne da einspringen, wo der Staat noch ein paar billige Arbeitskräfte braucht, um es böse zu sagen. So, und deswegen ist es durchaus auch eine Herausforderung an die Verwaltung. Ich stimme Ihnen aber völlig zu, Frau Ferguson, auch eine Riesenchance, jetzt in der Not sich tatsächlich zu öffnen, auch für die Zumutung, die es bedeutet, sich für Leute, die einfach anders denken und Prozesse anders organisieren, zu öffnen und zu merken, dass man da auf Augenhöhe zusammen was erreichen kann. Und öffnen bedeutet dann eben wirklich ganz konkret, dass man, und ich persönlich glaube, dass man dann ganz von oben tatsächlich in dem Fall vom regierenden Bürgermeister, also dass von oben klar gemacht werden muss, es ist gewollt. Wenn Leute kommen und haben gute Ideen und haben Vorschläge, ermöglicht es. Es ist gewollt und es passiert euch nichts. Es passiert auch nichts, wenn ihr da ein bisschen abweicht von dem Prozedere, das normalerweise in der Verwaltung üblich ist. Wir haben das mal genannt bei einem Antrag zum Thema Beteiligung, Stadtvertragbeteiligung. Die Idee dahinter ist, man kann es anders nennen, Freiwilligenstrategie. Die Idee dahinter ist einfach, dass wirklich von oben durchdekliniert wird, wie sich Verwaltung und Politik konkret öffnen kann, wie sie auch Transparenz erstmal herstellen kann über Pläne und Projekte, die sie selber hat und wie sie solche Zugänge schaffen kann. Und das ist es, was wir brauchen. Und dann glaube ich auch, eine letzte Anmerkung noch, Ehrenamt ist der völlig falsche Begriff, weil er suggeriert, dass die Leute, die sich engagieren, das wegen der Ehre sozusagen machen oder wegen dem Amt, das sie ja meistens gar nicht haben in dem Sinne. Sondern ich glaube, was dahinter steckt, ist auch nicht die Selbstlose, wir wollen helfen, sondern das sind Leute, die merken, wir können etwas. Und es ist einfach Selbstverwirklichung, wenn man etwas tun kann, was man gut kann. Und das als eine freiwillige Arbeit, eine unbezahlte freiwillige Arbeit, wo man auch Freiheit hat. Und ich glaube, wenn wir so ein Verständnis mal entwickeln von dem, was Ehrenamt, bürgerschaftliches Engagement oder wie auch immer bei uns noch etwas 20th Century eher genannt wird, dann kommen wir auch weiter in Richtung Augenhöhe, auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Auf Augenhöhe zusammenarbeiten ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Denn es geht ja nicht darum, dass jeder sein eigenes Ding alleine macht, sondern man muss natürlich kooperieren. So muss Politik und Verwaltung mit Engagement kooperieren, denn aneinander und losgelöst voneinander geht es nicht. Was ich immer wieder erstaunlich finde, um das Beispiel, was Sie, Herr Krüger, vorhin auch aufgebracht haben, ist, dass so Projekten wie zum Beispiel den Prinzessinnengärten auf ihrem Weg zum Entstehen und dauerhaft bleiben, sehr viel Steine in den Weg gelegt wurden. Aber wenn man dann sich internationale Präsentationen anguckt, ich war vor einigen Wochen in Mailand auf der Expo, da werden dann die Prinzessinnengärten und andere Urban Gardening Projekte aus Berlin als die Vorzeigeprojekte für das coole und mondäne Berlin gezeigt. Das finde ich immer erstaunlich. Und frage mich, warum, wenn man erkennt, welchen Mehrwert es eigentlich für Berlin hat, warum nicht von Anfang an eine gemeinsame Strategie? Sie haben schon ein bisschen angedeutet, was passieren könnte, damit sich diese Prozesse verbessern. Was zum Beispiel könnte man in der Verwaltung ganz konkret angehen, damit wir künftig zu einer besseren Dialogkultur kommen zwischen Projekten und Verwaltung und Politik? Mal ganz frech, ihr in der Politik, ihr müsstet sozusagen so einen kleinen Phantomschmerz haben. Und zwar, warum sind wir nie da, wo das da draußen ist? Oder nur in Teilen, sag ich mal ganz frech. Das heißt, es müsste, also sagen wir mal, Institutionen, also Wirtschaftsbetriebe und andere, machen eine strategische Untersuchung und also Trüffelschwein-Methode, Ohr auf Schiene und fragen da draußen ab, gucken ganz genau, wo sind die Tendenzen, wo geht's hin, was holt die Leute ab, was braucht es gerade und was braucht es vor allen Dingen in der Zukunft. Das heißt, das meinte ich vorhin kurz mit dem Wort aufsuchend. Das heißt, schau dich um,
was bewegt die Leute in verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen, was sind Metatrends, ob man will oder nicht, diese Wahnsinnswelle Geflüchtete mit ihren ganzen Einzelaspekten, die da eine Rolle spielen, nicht nur die Unterkunft, den kulturellen Ausgleich, das Verständnis prägen, das Thema Sprache, das Thema Ausbildung, Lernen, das Thema sozusagen Würde durch tätig werden können, auch als Geflüchteter in dieser Stadt. Das heißt, ich kann mich auch wiederum engagieren oder ich kann in Ausbildung kommen oder ich kann einen Job annehmen und zwar stark mit verringerten Schwellen. Das sind ganz konkrete Dinge, die, glaube ich, eine Rolle spielen könnten. Es könnte, Fantasiebegriff könnte sein, es müsste eine Stelle sein, die quasi diese Themen abfragt und behandelt und auf die Leute zugeht. Das Urban Farming-Thema hat sich verselbstständigt, wunderbar, kommt aus der Zivilgesellschaft, eine strategisch aufgestellte Unternehmung Stadt Berlin hätte vorher schon erahnt, dass da was im Busche ist, dass da was kommt und hätte schon gewisse Regelwerke, gewisse Töpfe, gewisse personelle Ressourcen, gewisse Beratungen, die notwendig sind, die haben sich da alle die Hörner abgestoßen in rechtlichen Themen, in Mietverträgen, in Pachtverträgen, in der Diskussion mit den Verwaltungsstellen, an wen wende ich mich? Mensch, Robert und Marc und Prinzess, die sind 2 Jahre lang rumgeirrt im Land Berlin und überall, um dann wirklich Profis und Experten des Verwaltungswesens zu werden, damit sie ihre Dinge tun können. Das ist der falsche Weg, es muss genau andersrum sein. Und ich glaube, dass diese Art, wenn das sichtbar wird, dass Berlin eine so lebendige, tatkräftige, aufsuchende, die Initiativen und Initiatorinnen aufsuchende Einheit wird, dass dann vor allen Dingen Themen aufkommen und das ist noch eine stärkere Bindung und Kraft, die dann wiederum zurückspielt, Identifikation mit deiner Stadt und mit den Stellen, die dich verwalten oder die dich prägen und die Rahmenbedingungen, das ist das Erste. Das ist übrigens auf der Biennale Venedig ein großes Thema gewesen, in einigen Pavillons, Urban Identity und Citizen Identity. Wie kann die Identitätsprägung und die Bindung an deine Stadt und die Menschen, die sie bespielen, wie kann das gestärkt werden? Und das Nächste ist eben auch für diejenigen, die neu in die Stadt kommen, nicht nur Geflüchtete, Leute, die beruflich in die Stadt kommen, das ist Making of Heimat. Mag man vielleicht nicht hören, das Wort Heimat, aber Making of Heimat. Wie kann ich die Stadt zu einer Heimat für diejenigen machen, die hierher kommen? Das kann man ganz aktiv, kann man das mit Formaten bespielen. Und diese Techniken gibt es. Die gibt es im Unternehmerischen, die gibt es in Initiativen, die gibt es bei Greenpeace, aber die gibt es nicht in der Landespolitik. Das heißt, indem ich Ihnen dann die Möglichkeit gebe, zum Beispiel eigene Ideen umzusetzen in der Stadt, mache ich Making of Heimat. Ich helfe sogar dabei. Ich stelle mich zur Verfügung. Antje Kapper, kann ich dich ansprechen für ein Projekt, was ich habe? Du hast besondere Prozesskenntnis, hast ein Netzwerk, du kennst die Leute, du hast Zugänge zu Gesprächspartnern, die vielleicht eine kleine Initialisierungsfinanzierung mit leisten können zu anderen Initiativen, die ähnliche Themen machen, aber nicht die gleichen. Das heißt, diese Verzahnung, das machen alles Leute im Privaten. Das macht keine Stelle. Hat ja auch was, das ist keine Stelle, keine öffentlich-staatliche. Aber es wäre schön, wenn es die Möglichkeit gäbe, sich an jemanden zu wenden. Ich habe hier das und das vor, habe die und die Vorprägung und Erfahrung. Könnt ihr mir weiterhelfen? Die Stadt San Francisco macht genau das. Sie macht zum Beispiel in jedem Jahr Wettbewerbe und ruft Innovationen aus und sagt, die 2 Besten, die von uns prämiert werden, die bekommen hier die Möglichkeit, ihre Ideen umzusetzen. Frau Ferguson, Sie... 2 Punkte zur Ergänzung, glaube ich, von meiner Seite. Ich glaube, es ist wichtig, dass man eine gemeinsame Sprache findet und das ist nicht so einfach, die zwischen Verwaltung und Bürgerschaft und Stadtmachern. Und wir sind in einer Zeit, wo mehr denn je Empathie auf allen Ebenen gefragt ist gegenüber den Flüchtlingen, gegenüber den anderen Kulturen. Und ich würde sagen, die Stadt und die Politik, die müssen mehr zur Empathiemaschine werden. Das heißt, sich gegenüber der freien Szene so offen zu halten, dass es nicht das gibt, was mir neulich passiert ist, als ich an der Verwaltung mich gewendet habe, auch nach dem Festival. Was wollen Sie von uns außer Geld? Was einem gleich in die Position setzt als nichts anderes als ein Bittsteller. Wir wollen doch eigentlich gemeinsam an einen Strang ziehen. Das geht ja auch darum,
intelligente und vielfältige Lösungen für die Behausung der Flüchtlinge zu schaffen, nicht einförmige, gleichförmige Schlafstätten als Art von Ghetto oder an die Peripherie, sondern mit Nachbarschaftsorganisationen, die schon bestehen, mit Bürgerplattformen, die schon bestehen. Wie kann man bestehende Organisationen anerkennen, nicht immer zu sehen als die Alternative, die nette Alternative oder das andere, was die Ausnahme, die die Regel bestätigt, sondern die Zivilwirtschaft und das zivile Engagement als ein Faktor zu sehen, was Hand in Hand mit Politik und Verwaltung Lösungen erarbeitet. Das heißt nicht nur zuhören, das heißt auch Foren schaffen für die Antwort auf Fragen. Und in dem anderen großen Thema, die Wohnungsbaupolitik, es ist doch absolut sinnlos für uns, also Make City und alle Partner, Alternativen auszustellen für intelligente Mischformen von Wohnen und Arbeiten, um Erdgeschossnutzung neu zu denken, andere Grundrisse zu denken, Co-Housing zum Beispiel, wo große WGs mit 25 Menschen gebildet werden. Das gibt es hier in Berlin. Mehr Generationen wohnen, Selbstbaugenossenschaften, alle diese Möglichkeiten. Das kann doch nicht sein, dass in einer großen Drang an die Wohnungsbaugesellschaften für 0815 Wohnungsbau diese Alternativen und nicht nur Experimente, sondern bewährte Lösungen für ein andere Lebensmodelle, intelligente Lebensmodelle und Berliner Mischungen, dass die unter den Tisch fallen und gesehen werden, ja, dafür haben wir jetzt gerade keine Zeit. Wir müssen schnell und billig bauen und das war's dann. Auf das Thema Bittsteller komme ich gleich nochmal zurück. Das scheint mir nämlich doch auch etwas zu sein, was wahrscheinlich viele so empfinden. Aber ich würde gerne nochmal ganz kurz zu Frau Bär überschwenken, nachdem Herr Krüger gerade schon sagte, Politik muss zu einer aufsuchenden Strategie kommen, indem es Trends erkennt. Hat ja die IHK nun gerade Untersuchungen in Auftrag gegeben zu Megatrends, wobei auch das Thema Beteiligung, Ermöglichung eigentlich ganz Unerhebliches spielt. Wie schätzen Sie das ein? Was sind gerade die Trends und wie kann die Politik darauf reagieren? Ja, in der Tat haben wir eben auch nochmal geschaut, wir haben ja ganz viele Masterpläne in der Stadt. Wir haben ja, wie die alle heißen, Masterpläne und Umsetzungspläne und so weiter. Und wir betreffen aber ganz oft ein ganz spezielles Feld, haben auch gute Überlegungen. Es gibt auch ein Stadtentwicklungskonzept oder ein Leitbild für Berlin, bezogen aber dann eher nur auf die Infrastruktur. Also es gibt ganz verschiedene Themen, verschiedene Akteure, sowohl die Politik oder die Verwaltung, aber auch viele aus der Zivilgesellschaft haben sich auf den Weg gemacht. Und dann gibt es dann diesen Plan und was passiert eigentlich danach? So. Und da haben wir gesagt, ja, und woran kranken eigentlich alle diese Pläne? Was wir eigentlich in der Stadt brauchen, ist etwas, was ein Dach gibt für alles, was politikfeldübergreifend ist, was die Menschen auch begeistert. Denn wer ist denn die Stadt eigentlich? Wenn wir immer von der Stadt sprechen, dann sind es doch bitte schön bestimmt nicht alle diese Steine und Straßen, die wir haben, sondern es sind die Menschen. Weil wenn wir mal die ganzen Menschen aus Berlin wegbringen würden, woanders hin, dann wäre Berlin nicht mehr das, was es ist. Und welche Aufgabe hat deshalb Politik und Verwaltung? Für mich sind das eigentlich Treuhänder, die auf Zeit eben gerade die Interessen und die Werte eben der Menschen, die in dieser Stadt leben, aufsuchen müssen. Und deswegen fand ich dieses gut, man muss dorthin gehen, man muss aufsuchen. Genau, wir brauchen so ein Scouting. Also die auf Zeit die treuhändische Aufgabe haben, die Stadt zu managen, die müssen halt für sich ein Scouting entwickeln. What's going on? Also Martin Luther hat es damals so gesagt, den Menschen aufs Maul schauen. Also was bewegt die Menschen? Was ist das Thema? Das haben wir auch gemacht, weil die Themen sind gar nicht so überraschend. Das sind viele Themen, die weltweit auch andere Städte bewegen. Wir sind in der Globalisierung, man rückt so dicht zusammen. Paris ist nicht mehr weit weg. Was dort die Menschen bewegt, bewegt uns auch heute hier. Gleichzeitig sehen wir auch, keiner will mehr auf dem Land leben. Alle wollen gern in der Stadt leben. Was heißt denn das überhaupt für die Gesundheitsversorgung? Wir werden auch immer älter. Was haben wir für Ansprüche im Alter? Wie wollen wir eigentlich auch mobil und selbstbestimmt im Alter leben? Nicht nur Mobilität im Sinne, wie komme ich von A nach B, sondern auch die persönliche Mobilität. Wie selbstbestimmt kann ich auch im hohen Alter mein Lebensmodell so leben, wie ich es mir wünsche? Viele verschiedene Themen. Aber ein Thema, das kam eben in unseren Workshops
sehr, sehr deutlich hoch. Das ist das Thema, ich will mitmachen. Ich will nicht nur etwas vorgesetzt bekommen, dann kann ich darüber sagen, ich finde es schön oder nicht, sondern ich möchte aktiv mich einbringen. Und auch die Menschen, die neu in die Stadt kommen, nicht nur die, die eine Wohnung kaufen, dass sie sagen, ich habe jetzt auch eine schöne Wohnung in Berlin, sondern auch zu sagen, ja, und ich will mich auch mit meinen Erfahrungen, vielleicht auch internationaler Natur, hier einbringen. Die müssen wir halt sensibilisieren. Und wie können wir das schaffen? Indem wir ganz genau es auch konkret machen, weil wir haben das auch in der Politik und das haben wir in der Kammer auch wunderbar, wir sind immer auf einer Metaebene und dann kann man feststellen, dass man sich dann verliert und dann stellt man fest, auf der Metaebene sind wir eigentlich alle ziemlich nah beieinander, aber wenn es dann konkret wird, dann scheiden sich doch die Geister und wenn Sie Menschen bewegen wollen, mitzumachen, dann muss es um eine ganz konkrete Sache letzten Endes gehen, wo der Mehrwert auch sichtbar wird. Und da möchte ich den Bogen nochmal gerne zu Frau Ferguson spannen, das Thema, wie gehen wir denn mit den vielen Menschen um, die sozusagen aus persönlicher Not zu uns kommen und die sich sehr genau überlegt haben, warum will ich nach Berlin und dort eine neue Heimat finden, eben nicht nur zu sagen, okay, wir müssen die hier irgendwie versorgen, im Sinne, die brauchen ein Dach über den Kopf, um was zu essen und so weiter. Wir müssen die auch nutzen. Also die bringen ja auch etwas mit, die bringen eine Erfahrung mit, die bringen auch wieder eine Kreativität, einen Ideenreichtum. Und das werden wir, das wird absterben, wenn die in bestimmten Räumlichkeiten festgehalten werden, nicht den Zugang haben, schnell auch in den Arbeitsmarkt reinzukommen. Das sind ja teilweise gut Ausgebildete. Und die jungen Menschen, die es vielleicht noch nicht sind, die haben aber eine Chance, hier eine Ausbildung machen zu können. Ich weiß es ja von der Kammer. Wir haben so viele Unternehmen, die sagen, Mensch, wir finden keine Jugendlichen mehr, die bei uns eine Ausbildung machen wollen. Die meisten wollen ohnehin studieren. Da kommen jetzt aber junge Leute und wir sehen das aus den ersten Schulen, was wir hören. Das sind super motivierte Kinder. Kinder können innerhalb von 6 bis 7 Monaten die Sprache so gut lernen, als ob sie hier schon ein Leben lang aufgewachsen wären, die auch nutzbar zu machen, auch die Teilhabe zu ermöglichen. Das wird aber nicht gelingen, wenn die dann nach Hause gehen und in so einem modularen Wohnungsbau unterkommen, wo nur alle anderen sozusagen aus aller Welt sind, aber gar keine anderen Berliner, die schon ein bisschen länger hier sind. Das heißt, wir müssen den Schritt 2 schon heute mitdenken, was machen wir eigentlich mit diesen tollen Leuten, die hier auch herkommen und die auch eine Weile bleiben werden. Es werden viele wieder zurückgehen, aber es werden auch eine Weile hier, eine ganze Reihe von Leuten hier bleiben. Und wie integrieren wir die in unseren schönen Berliner Stadtmischungsquartieren, wo Wohnen, Arbeiten und Leben ganz dicht beieinander ist? Und das müssen wir für die 100.000 Menschen, die ja jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch jedes Jahr kommen werden, das müssen wir heute schon denken, damit wir diese Herausforderung wirklich bewältigen. Das mit den Leuten aufs Maul schauen, das machen wir gleich. Aber jetzt wolltest du noch mal ergänzen, Bettina. Noch 2, 3 Dinge konkretisieren. Das eine Thema, man merkt schon, dass es eine gewisse Dynamik gibt, endlich beim Thema Flüchtlinge und Geflüchtete über den Tag hinaus zu schauen und auch das Thema Integration und genau das, was Sie gesagt haben, wie kann man nutzen, wie kann man diese Chance nutzen, dass mit diesen Menschen auch Talente und neue Ideen und so weiter in die Stadt kommen, anzugehen. Wir haben deswegen jetzt, ich glaube, hier fast schon im Wochentag gibt es Veranstaltungen, wo wir zum Beispiel über das Thema Arbeitsmarkt- und Ausbildungsinitiative nachdenken. Die IHK macht was, eine Woche später das Abgeordnetenhaus, dann wir nochmal in der Partei. Also es gibt Prozesse, die allmählich in Gang kommen. Darüber bin ich auch froh. Ich wollte nochmal, ich finde diese Frage oder die Forderung, die jetzt Frau Ferguson, Herr Krüger in den Raum gestellt haben, das Aufsuchen, gar nicht so leicht umzusetzen, weil denn es ist wie oft, wenn es um eine Haltungssache geht, kann man es leicht fordern. Die Frage ist, kann man das irgendwie konkretisieren? So, um eine Haltung zu entwickeln, eine Haltung zu verändern, ist nicht ganz so einfach. Jetzt nur noch mal ein Beispiel. Es gibt halt in der Stadt noch ein Verständnis oft von dem, was Engagement, zivilgesellschaftliches Engagement ist. Das ist eher so vom Staat wiederum in staatlichen Strukturen organisiert. So wie ich will die QMs nicht schlecht machen. Da engagieren sich ganz viele Leute vor Ort in ihrem Kiez. Aber es ist immer so, dass es letztlich vom Staat kommt, dass es Stellen gibt, die vom Staat besetzt werden. Und wer die Leute im QM kennt, dessen Projektideen haben eine größere Chance. Es ist einfach etwas, was letztlich staatlich verwaltet ist. Und darüber müssen wir einen Schritt rauskommen, denke ich mal. Und es gibt einen Ehrenamts- oder bürgerschaftlichen Engagementbeauftragten beim Senat. Wir haben sogar einen Ausschuss für bürgerschaftliches Engagement neu gegründet. Die Frage ist nur, mit welcher Einstellung, und ich glaube, daran sollte man arbeiten, mit welcher Einstellung arbeiten solche Gremien und arbeiten solche Beauftragten. So. Und jedenfalls die Leute, die von uns da mit drin sind, so wie Susanna Kahlefeld und andere, sagen dann auch, sie versuchen das eben in die Richtung zu entwickeln, dass man sich da Leute reinhört, also dass man das mit dem Zuhören ernst nimmt, dass man Leute anhört, dass man hört, welche Ideen es gibt
Noch besser wäre es vielleicht auch nochmal rauszugehen und dass dann der Ausschuss seine Arbeit wahrnimmt, indem er sagt, was kann man, wo kann man was regeln, um zum Beispiel Zugänge zu schaffen. Denn das ist das Ding, wo immer wieder dieses Engagement an Grenzen stößt. Also ich wollte nur mal sagen, es gibt konkrete Andockstellen für das, was hier völlig zu Recht gefordert wurde auf dem Podium. Und ich glaube, dazu muss man ganz oft das ummodeln, was schon da ist, was aber noch nicht so denkt, dass wir das Maximum an Ideen auch fruchtbar machen können. Ja, wir haben gesagt, Berlin macht mit. Ich habe mindestens eine Wortmeldung gesehen, da vorne der junge Mann, der gerade getrunken hat. Okay. Dann der Clemens. Irgendjemand auf dieser Seite sollte Saalmikrofone haben. Nee, die behalten wir hier vorne. Das sollte eigentlich geklärt sein. Da, super. Ja. Den habe ich nicht gesehen. Also mein Name ist Clemens Grisehopp. Ich bin Berufsschullehrer und Frau Bär, ich kann ganz gut an die IHK anknüpfen, weil ich unter anderem auch IHK-Prüfer bin und die IHK-Prüfung in der Prüfungskommission abnehme. Und ich will das jetzt mal für Bürokratie, IHK herunterbrechen, was aber auch für ganz Berlin gilt. Also die IHK bekommt pro Prüfling 600 Euro. Also ich mache den Job mehr oder weniger als Ehrenamt. Hier, was die IHK für ein Problem hat, also ich mache ja auch zielgruppenorientiertes Marketing. Sie könnten ja auch als Zielgruppen die Personen, die da am Tisch sitzen, auswählen. Sie haben ja umfassende Kompetenzen dort sitzen. Juristinnen und, die diese Initiativen unterstützen könnten, beraten könnten. Sie kennen sich ja sehr gut in der Berliner Szene aus, sodass sie also dort auch ihre Kompetenzen diesen Gruppierungen zur Verfügung stellen könnten. Also da sitzen ja Kompetenzen in der IHK ohne Ende. Also an Fachkompetenz, die Kontakte zu den Behörden haben. Und sie machen ja das Marketing für Berlin außerhalb in der ganzen Welt. Also ein Marketingunternehmen hat Alleinstellungsmerkmale. Und wenn sie Werbung für diese Alleinstellungsmerkmale machen, mit Urban Gardening und so weiter und so fort, dann müssen sie natürlich auch dafür sorgen, dass ihre Alleinstellungsmerkmale funktionieren. Das heißt, sie müssen sich auch um diese Gruppen kümmern, sie unterstützen mit umfassender Fachkompetenz. Ich will das nur an der IHK deutlich machen als Beispiel, welches Problem Berlin insgesamt hat. Ich bin ja auch bei Moabit Hilft als Ehrenamtlicher tätig, seit vielen Monaten. Und dort sehe ich noch ein viel härteres Problem, dass wir total geblockt werden von Allert, von Innenminister hier, Henkel und, ohne Ende. Also ich könnte Ihnen da lange Geschichten erzählen. Ich will das nur als Beispiel nennen, was hier in Berlin los ist. Und ich würde da ganz gerne Sie bitten, mal zur Stellung nehmen, was Sie da tun können, denen anbieten können. Danke. Okay, vielen Dank. Ich glaube, da vorne hatte sich noch die Astrid Tack gemeldet. Dann nehmen wir noch zwei Wortmeldungen auf dieser Seite und dann machen wir eine Antwortrunde. Ja, vielen Dank auch für das Mikrofon. Und zwar, ich habe jetzt ja auch anderthalb Stunden Ihnen auch zugehört. Und insofern würde ich gerne mal einige Punkte mit aufnehmen und dem auch wirklich energisch widersprechen. Erstens finde ich es nicht in Ordnung, dass man ein Verfahren, was hier seit Jahren aufgebaut wird, in Gebieten, die wirklich Brennpunkte sind, mit einer Abkürzung QM hier tituliert. Das sind Kieze, die tatsächlich einen dringenden Bedarf haben, wo man Strategien mit den Bürgern zusammen entwickelt und die QMs, wie es so schön heißt und wie es vielleicht auch ein Qualitätsmanagement dahinter gibt, muss man sich vielleicht mal im Detail mal genau angucken und mit den Leuten tatsächlich sprechen, die dort mitmachen und warum sie auch wirklich mitmachen und nicht, weil es staatlich verordnet ist, sondern weil sie tatsächlich vielleicht eine Kultur da erleben, dass sie gefragt sind. Und zwar, dass sie gefragt werden und so, wie es eigentlich ein Muster sein sollte, in auch anderen Gebieten, wo Budgets vorhanden sind, wo die Bürger selber entscheiden über die Vergabe dieser Gelder. Wir haben ich arbeite in einem QM in Neukölln und wir haben am Anfang gut 10.000 Einwohner gehabt, jetzt sind es über 12.500 haben wir schon, also ein enormer Bevölkerungszuwachs. Ohne Flüchtlinge zu rechnen, da sind überall ein paar Jugendliche in den betreuten Einrichtungen mit dazugekommen. Interessante Kombination auch, wo Einrichtungen Jugendliche eigentlich aus schwierigen Situationen aufnehmen können. 20, 25 sind jetzt 4 Flüchtlinge mit dabei. Ich fasse mich kurz, ich bin auch genau nur bei dem Thema, wo ich mal sage, ich finde, man braucht
diese Menschen, die dolmetschen, und zwar in dem Sinne dolmetschen, und das tue ich jetzt seit 10 Jahren nämlich, und meine Kollegen auch, und ich finde, das ist eine unheimlich wichtige Aufgabe, zu dolmetschen zwischen dem Verwaltungsdeutsch und auch sicher einer Verwaltungsdenke. Und diese Verwaltungsdenke ist auch wichtig, und ich möchte sie nicht missen, weil wir sonst ein Wunschkonzert hatten, was immer wieder in Verwaltung und Strukturen zurückgeführt werden muss. Sonst kann die Politik es auch nicht handeln. Und diese Übersetzung aber von Quartiersmanagern, die dieser Bevölkerung ein Ansprechpartner sind im Dolmetschen und auch der Verwaltung ein Ansprechpartner sind zu dolmetschen, was kann die Verwaltung leisten. Das ist, finde ich, ein Musterbeispiel. Und wo es da knirscht, dafür habe ich jetzt keine Zeit hier im Einzelnen, will ich auch nicht sagen, aber ich bin gerne ansprechbar dafür. Okay, die Dame direkt neben Ihnen würde eigentlich, glaube ich, gerne widersprechen, deshalb darf sie das sofort. Wir wollen ja Diskussion. Ich danke herzlich für die Gelegenheit, und ich bedanke mich bei Frau Jarasch, das angesprochen zu haben. Ich hatte das Vergnügen, mit einem QM direkt und mit zwei über Leute, die ich kenne, zu tun zu haben. Das sind zum Teil unglaublich korrupte Strukturen, die alles, was wirkliche Initiative ist, blockieren, die sich gerne ehrenamtlich schmücken mit ihren Quartiersräten. Und diese Räte haben, wenn man näher hinguckt, sehr intensive wirtschaftliche Interessen. Und dann gibt es da zum Beispiel Quartiersräte, die haben ihren unscheinbar wirkenden Verein. Dann bin ich mal ins Registergericht gegangen und habe mir die Unterlagen dieses Vereins angeguckt. So etwas dürfte es nach Rechtslage überhaupt nicht geben, was da geduldet wird. Und die Mitarbeiter im Gericht sagen dann nur, aber wir werden ja blockiert, wenn wir da was sagen. Schlampige Berichte, gar keine Berichte etc. Es ist ein Fass ohne Boden, und es ist ein Teil von dem, was in Berlin so wirklich faul ist. Danke sehr. Vielen Dank. Dann hatte sich jetzt hier in der zweiten Reihe die Dame gemeldet, der Mann da hinten, und dann muss ich erstmal eine Antwortrunde machen. Gut, ich denke, ich möchte es doch lieber in die Hand nehmen, das ist einfach. Ich denke, dass die Verwaltung ist auch tatsächlich überfordert. Es ist schwierig, wie passen denn diese ganzen Prozesse der Zivilgesellschaft, diese spontane Elemente, die zukunftsorientiert, wie schaffen die erstmal in das Selbstbild der Verwaltung und dann in die Prozesse der Verwaltung? Wie kann man die erfassen? In welche Mengen kann man sie kalkulieren? Auf welchen Ebenen finden sie statt? Das ist doch die Realität einer Verwaltung. Und wir haben in Baden-Württemberg mit der Staatssekretärin für Zivilgesellschaft und Engagement geredet, der Gisela Erler. Und die hat nicht zufällig als eine der ersten Sachen, hat sie die Verwaltungshochschulen gebeten, Abläufe zu, also fest, nein, Lehrgänge zu machen, wie eine Verwaltung sozusagen an die zivilgesellschaftliche Notwendigkeit andocken kann. Und sie hat die Verwaltung, sagte, die Verwaltung muss das lernen. Sie kann das nicht, weil das ist nicht das Konzept bislang von einer Verwaltung. Und deshalb meine Frage, haben denn die Grünen mal so irgendwie überlegt, welche Schulungen, welche Bildung, Ausbildung, welche Nachhilfeunterricht, wenn man so sie der Verwaltung in Berlin angedeihen lassen kann? Weil ich glaube, in Berlin ist es noch ganz besonders schlimm. Vielen Dank. Der Herr ganz hinten und dann... Schönen guten Tag, mein Name ist Fabian Jane und ich möchte Ihre Seifenblase ein bisschen zum Platzen bringen. Wenn Sie rausschauen, es schneit, es sind -1 Grad, gefühlt glaube ich -5 Grad vor dem Lago Jesu. Ich bin etwas verwundert, dass die Flüchtlingsproblematik, das ist ja immerhin auch von den Grünen bezeichnet als die größte Herausforderung in der Bundesrepublik seit dem Zweiten Weltkrieg, hier so wenig Raum und dann nur peripher mit, wie ich finde, hohlen Phrasen thematisiert wird. Vor dem Lago Jesu warten gerade 150, 200, vielleicht auch 300 Menschen im Schnee. Sie frieren und warten da Stunden und Tage lang. Es ist schön, dass die gefordert wird, dass die Verwaltung empathisch sein soll. Es ist auch schön, dass gesagt wird, naja, vielleicht kann die Verwaltung, ich glaube, das haben die gesagt, nicht so richtig auf die Zivilgesellschaft reagieren, weil sie bisher einfach nicht die Kompetenz hat. Aber ganz ehrlich, Flüchtlinge sind in meiner Meinung nicht die Probanden eines Lernprozesses für die Verwaltung. Wir erleben in Berlin gerade, dass die Verwaltung komplett versagt. Es wurde hier von dem Kollegen
von Moabit Hilft schon angesprochen. Der Innensenator, Herr Henkel, duckt sich weg. Herr Chaya als Sozialsenator ist seit Monaten ausgefallen. Der regierende Bürgermeister hat eine Pressekonferenz gegeben und eine Regierungserklärung gegeben, aber danach ist gefühlt nichts passiert. Wir haben verbale Angriffe, fremdenfeindlich, rassistischer Natur vor dem Lageso von der Security. Die wurden jetzt Gott sei Dank ausgewechselt, die Security. Das Einzige, um das ich Sie bitten möchte, konkret zu werden und zu überlegen gemeinsam, wie kann politischer Druck ausgeübt werden, gerade in Ihrer Rolle als Opposition, gerade in unserer Rolle als Zivilgesellschaft. Ich habe, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, eine Petition vor 3 Tagen gestartet, online bei change.org/lageso, www.change.org/lageso. Innerhalb von 3 Tagen haben sich 55.000 Menschen solidarisch gezeigt und unterschrieben. Und es wäre sehr schön, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, dass Sie das auch tun, denn die Zustände sind unhaltbar. Und bevor wir über langfristige Wohnungsbaugesellschaften, langfristige Möglichkeiten der Integration reden, müssen wir dieses Problem lösen, denn sonst machen wir uns einfach als Stadt blamabel. Und es kann nicht sein, dass die Politik sich ausruht auf den ehrenamtlichen Engagement, und da ist auch die Opposition gefordert. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Jane. Es ist zwar eigentlich nicht meine Aufgabe zu antworten, ich tue es aber trotzdem an einer Stelle. Sie tun uns ein bisschen Unrecht, wir haben zumindest schon sehr viele Veranstaltungen gemacht, unter anderem gestern Abend genau zu dem Thema, uns explizit nur mit dieser Problematik und vor allem auch mit unseren Lösungsansätzen befasst. Aber Sie haben recht, es ist das entscheidende Thema gerade. Ich bekam gerade ein Zeichen, wir haben nur noch 5 Minuten. Damit muss ich jetzt irgendwie umgehen. Deshalb würde ich, glaube ich, erstmal hier die Angesprochenen zur Antwort bitten. Vielleicht fangen wir mit Frau Bär an. Sie sind gefragt worden, inwieweit die IHK auch als Vermittlerin mit ihren Kompetenzen zwischen den Stellen agieren könnte. Mikro? Entschuldigung. Genau. Jetzt sehe ich ihn gar nicht mehr. Ach so, jetzt sehe ich ihn wieder, genau. Das ist sozusagen nämlich einer von 3000 ehrenamtlichen, engagierten Menschen, die uns auch bei der Abnahme der Ausbildungsprüfung helfen. Erstmal herzlichen Dank dafür, denn auch die IHK lebt nur vom Engagement auch der Unternehmerschaft, um bestimmte Aufgaben wahrzunehmen. Von daher erstmal herzlichen Dank dafür, dass Sie da uns unterstützen. Jetzt zu Ihrer Frage zum konkreten Angebot, was kann die IHK machen beim Thema Partizipation? Wir selbst engagieren uns auch sehr stark bei diesem Thema, weil es zum einen Unternehmen betrifft, aber eben auch die Bürger. Das in ganz verschiedenen Bereichen. Ich will mal ein Thema aufgreifen, das Thema Stadtentwicklung. Viele Bebauungspläne, eigentlich alle in der Stadt, die auf den Weg gebracht werden, dort werden wir einbezogen, um eine Stellungnahme abzugeben. Und darüber hinaus, wir könnten uns darauf beschränken, wir sprechen sehr gezielt Unternehmen an, die auch von diesen veränderten Planungen betroffen sind, erklären das und geben denen die Möglichkeit, auch Hinweise in diesen Planungsprozess einzuspeisen. Das ist mal ein ganz konkretes Angebot. Darüber hinaus bin ich nachher auch gleich beim Abschlussforum Historische Mitte, was heute schon mal angeklungen hat, wo es darum geht, wie soll denn unsere historische Mitte künftig in der Nutzung ausgestaltet sein. Wir wirken auch in einem nationalen Rat mit, will ich mal sagen, in einer Allianz für mehr direkte Demokratie, um zu schauen, was gibt es denn für kluge Partizipationsmöglichkeiten. Und konkret haben wir uns mit einem Vorschlag in der Stadtentwicklungsplanung auch an den handelnden Bausenator Geisel gewandt, weil wir gesagt haben, um das auch aufzugreifen, was Herr Krüger sagt, für viele andere Themen, es braucht eine Anlaufstelle. Es gibt einfach so viele Themen und so viele Ideen, das kann Verwaltung oder das können Entscheidungsträger nicht einfach so eben mitmachen, sondern man muss auch ehrlich zu sich sein und sagen, wenn wir eine wirklich breite Partizipation und erfolgreiche Partizipation ermöglichen wollen, dann braucht das Kapazität. Es braucht auch eine Managementkapazität, um das wirklich vernünftig zu beraten, anzunehmen. Und wir haben uns vorgestellt, dass es zumindest für die Bauleitplanung oder die städtebaulichen Geschichten einfach sowas wie einen Landesbeauftragten gibt, der dort ansprechbar ist, der dort auch Ideen bei der Ideenfindung hilft, was könnte ein kluges Verfahren sein, um hier eine breite Beteiligung zu ermöglichen. Wir würden uns als Kammer natürlich selbst da auch mit einbringen, könnten das aber nicht für die ganze Stadt leisten. Das geht nur in Schulterschluss auch mit den, ich sag mal, politischen Entscheidungsträgern und mit der Verwaltung. Aber so viel vielleicht als kurze Antwort und gerne danach auch nochmal vertiefter.
Bettina Jarasch, vielleicht auch zu der Frage, unsere Vorstellung zu Beteiligung und allen anderen Fragen. Also, zunächst möchte ich vielleicht den letzten Vorstoß jetzt in Sachen Lagese nochmal zum Anlass nehmen, um eines zu betonen. Wir müssen schon klar mit unseren Rollen umgehen. So. Und wir haben als Partei und auch eine Fraktion ein Stück weit andere Aufgaben, als es Menschen in der Zivilgesellschaft haben. Was nicht heißt, dass nicht viele von uns sich auch noch in ihrer Freizeit am Lagese und anderswo zum Beispiel konkret für Geflüchtete engagieren. Aber ich möchte es nur noch mal sagen, wir haben eine andere Aufgabe. Wir als Opposition könnten es uns jetzt leicht machen und könnten so ähnlich, wie Sie es gemacht haben, jetzt einfach skandalisieren und sagen, wie schlimm ist es, Verwaltungsversagen, die müssen alle weg und, und. Das ist auch, vielleicht ist auch ein Teil unserer Aufgabe als Opposition. Ich antworte Ihnen doch gerade. So, es gehört aber auch dazu, zumindest so wie wir das verstehen, wir sind einfach dankbar dafür, dass es in dieser Situation so viele Menschen aus der Zivilgesellschaft gibt, die sagen, wir freuen uns, dass ihr Flüchtlinge kommt, wir helfen euch, wir empfinden das nicht als eine Gefahr, sondern wir sind bereit, euch aufzunehmen, wir haben keine Angst davor, dass die Gesellschaft sich verändert und die wird sich dadurch verändern. Darüber sind wir erstmal froh und dankbar und trotzdem ist es unsere Aufgabe, darüber hinaus Lösungsvorschläge ganz konkret zu erarbeiten, ist es auch unsere Aufgabe, über den heutigen Tag hinauszuschauen, trotz der Zustände am Lageso. Dafür haben wir reihenweise Vorschläge gemacht, hier auch im Parlament politische Vorschläge. Denn es geht ja nicht nur immer darum, wie kann man da noch ein Zelt mehr aufstellen oder so, sondern warum müssen die Leute überhaupt, weil das einfach schlecht organisiert ist, dahin kommen. Wenn sie noch nicht registriert sind, bekommen sie im Moment nicht dieselben Leistungen. Deswegen stehen sie dann da jeden Tag. Das kann man anders organisieren. Darum kümmern wir uns politisch, ja, und trotzdem wissen wir auch, das wird die Politik und Verwaltung nicht alleine schaffen. Verwaltungsbashing alleine wird uns auch nicht weiterbringen und deswegen finde ich es völlig richtig, wenn wir hier auch gemeinsam darüber nachdenken, inwiefern die Verwaltung sich durch diese Herausforderung vielleicht auch weiterentwickeln und lernen kann. Das werden wir in Zukunft brauchen. Und noch ganz kurz zu dem Thema QM. Eines muss ich um Entschuldigung bitten. Ich will um Gottes Willen auch alle Menschen, die sich dort engagieren, nicht vor den Kopf stoßen. Darum geht es mir nicht. Es geht um die Struktur, wie das Ganze aufgebaut ist. Astrid, das Stichwort Dolmetscher zwischen Bürgern und Verwaltungshandeln. Ich weiß auch nicht, wo Astrid jetzt sitzt. Genau, danke. Das ist ein wichtiges Stichwort. Das finde ich auch eine richtige und gute Aufgabe. Das QM, Quartiersräte und Quartiersmanagement hat auch oft im Kiez tatsächlich Bürger organisiert und Dinge möglich gemacht und da als ein Transportriemen, wenn man so will, fungiert. Ich kenne aber eben auch einfach andere Beispiele, wo Initiativen dann eben nicht zur Ausrichtung dieses speziellen QMs vor Ort gepasst haben und so weiter. Und sie sind einfach von der Denkweise her, von der Struktur her, sind sie, glaube ich, nicht geeignet, um das, was in so neuen Bewegungen, für die Sie beide jetzt hier eher stehen, Frau Ferguson und Herr Krüger, das ist eine andere Art von Engagement, die sich, glaube ich, in solche Strukturen nicht reinbegeben will. Und insofern glaube ich schon, dass man auch, wenn man bürgerschaftliches Engagement will, das auch nochmal anders denken muss. Der Staat kann dann die Strukturen, wenn er wirklich so ein selbstbewusstes Engagement auch nützen will, dann ist es, glaube ich, die falsche Antwort, die Strukturen aber vorzugeben, in denen das zu geschehen hat. In diesen Strukturen geschehen aber selbstverständlich auch sinnvolle Dinge. Dann kürze ich an der Stelle mal kurz ab. Tatsächlich haben die Grünen am Beispiel Baden-Württembergs, aber auch anderer erfolgreicher Städte, einen Stadtvertrag Beteiligung aufgestellt, wo wir gesagt haben, Fortbildung der Verwaltung, wie kann man die Strukturen so ändern, dass man aufsuchend ist, dass man aber auch Initiativen, die von unten kommen, befördert, dass sie selber zum Beispiel Beteiligungsverfahren anstoßen können. Und vieles, vieles mehr kann man alles nachlesen. Anders kriegen wir das zeitlich jetzt leider nicht gelöst. Es haben sich noch mehr Menschen gemeldet. Ich kriege auch das leider nicht gelöst. Ich kann nur darauf vertrösten, dass wir gleich den Marketplace und auch dort noch ganz viele Möglichkeiten zur Diskussion haben. Deshalb würde ich gerne zur ganz kurzen Schlussrunde kommen und fange bei Ihnen an, Herr Krüger. Sie kommt auch noch kurz. Würde Sie aber darum bitten, es in einem Satz zusammenzufassen. Was wünschen Sie sich für die Zukunft Berlins, um mal noch eine weitere hohle Phrase zu produzieren? Die 5 Minuten sind doch schon vorbei. Aber ich versuche es mal. Also,
entwickelt ein Bild vom Menschen, den sozusagen den Möglichkeiten entspricht, nimmt die Leute ernst in der Stadt. Die Menschen in Berlin sind Experten für das, was sie umgibt und die Ansprüche, die sie haben und die Wünsche, die sie haben. Und lassen wir doch die Menschen in Berlin, lassen wir denen die Chance, die Hauptdarstellerin oder Hauptdarsteller ihres eigenen Lebensfilms zu sein. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten in Berlin. Teilhabe- und Partizipationsprozesse sind ungemein schwierig und langwierig. Und da kann man einer Verwaltung nicht so, also die Verwaltung kann nicht umgeschult werden, das ist ein sehr langer Prozess. Und man soll es vielleicht auch nicht von einer Verwaltung verlangen. Ich glaube, es ist ein ganz großes Kapital in Berlin eben, ist diese zivilgesellschaftliche Engagement, die Zivilwirtschaft. Und man sollte vielleicht auch mehr denken in eine Public-Private Partnership, also das Outsourcing von Kompetenz und das Erkennen von Kompetenz, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Ich finde, das relativiert sich alles, die Gespräche über Stadtmachen und Architektur, sehr stark, wenn man die absolut dringende gegenwärtige Notsituation der Flüchtlingskrise betrachtet und damit umgehen muss. Ich kann nur sagen, vielleicht gibt es einfach die brennende Notwendigkeit, auch Foren aufzustellen. Also Rat für die Räume kann ja angepasst werden, zum Beispiel auf einen Weg in Richtung die Nachbarschaft und Bürgergruppen zusammenzuführen mit Lösungen, die sofort implementiert werden können. Also dass man sozusagen diese Kräfte bündelt. Aber ich finde, es ist sehr schwierig, beide Ebenen gerade zu besprechen. Also Städtebau und Architektur und eben die Flüchtlingskrise. Da habe ich meine Schwierigkeiten, das alles zusammenzubringen. Es gibt aber eben auch beide Ebenen. Und für beide dürfen auch Sie gerne noch oder ihr einen Schlusssatz mit euren Wünschen kundtun. Das ist genau der Punkt, wo ich weiß, da würde ich in allen Talkshows versagen. Ich wünsche mir, dass wir es gemeinsam, und mit gemeinsam meine ich jetzt tatsächlich alle Menschen in der Stadt, die das so sehen, und die politischen Parteien, wie wir das so sehen, dass wir weiterhin sagen, wir schaffen das. Ich wünsche mir möglichst viele von den Tüftlern und Ingenieuren und Erfindern und Planern, die tatsächlich, von denen Herr Krüger vorhin gesprochen hat, die das so typisch deutsch, in dem Fall mal gut typisch deutsch sagen, wenn wir es schon machen, dann machen wir es richtig, die das als eine Ehrensache sehen, jetzt aktiv zu werden, inklusive der Geflüchteten, die eben auch was beizutragen haben. Ich wünsche mir, dass es davon möglichst viele gibt und dass wir diese Stimmung halten können und zu Lösungen kommen. Ich wünsche mir, dass dass Partizipation gemeinsam gelingt, dass wir heute nicht nur sehr viele Bürger von Ihnen hier haben, sondern dass wir in so einem Raum sozusagen gemeinsam sitzen mit Verwaltung, mit Politik, dass wir uns zum gemeinsamen Commitment durchringen, sagen, wir haben einen Plan, wir wollen das machen. Aber dass wir die Verantwortung auch gemeinsam teilen, dass wir auch ein bisschen Verantwortung abgeben, Verwaltung an bürgerschaftliche Institutionen, und uns da auf den Weg machen und dass wir uns auch Raum geben, experimentieren zu dürfen, gegenseitig, auch wenn der ein oder andere den anderen noch nicht so gut verstehen kann, auch die Akzeptanz zu sagen, ich weiß noch nicht, wo die Reise genau hingeht, aber ich erlaube mal ein wenig Experimentierfreude, um am Ende den besten Weg für Berlin auch zu finden. Ganz herzlichen Dank. Ihnen vieren hier auf dem Podium, Ihnen im Publikum. Ich fasse die Diskussion zusammen. Nutzt das Potenzial Berlins und gibt den Menschen, die etwas machen wollen, Räume der Möglichkeiten. In diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Und bevor ich das Mikro an den lieben Sascha